Hallo, mein Name ist Martin Gut. Ich bin Leiter des Kulturmanagements der Stadt Nidda und begrüße Sie und euch jetzt hier ganz herzlich zur Verlosung der Preise zu unserem digitalen Adventskalender. Wir haben ja vom 1. bis zum 24.12. 24 kleine Clips versendet und jeden Tag gab es einen Buchstaben für das Lösungswort. Und das konnte man dann per E-Mail an uns schicken. Das haben erfreulicherweise auch dann doch einige Menschen getan. Insgesamt glaube ich knapp 30. Jede dieser E-Mail wurde einseitig ausgedruckt und dann immer gleich gefaltet hier in diese Box gelegt. Ich zeige das kurz mal. Dort sind jetzt alle richtigen Lösungen und alle E-Mails versammelt. Und ich werde daraus jetzt drei Gewinner und drei Preise dementsprechend ziehen. Zunächst mal vielleicht noch ganz kurz, ganz wichtig, ein herzliches Danke an alle, die an diesem Kalender mitgewirkt haben mit ihren Videobeiträgen und zu dem gemacht haben, was es dann wurde, ein kunterbunter Strauß an Menschen und kleinen Geschichtchen, Anekdoten rund um Weihnachten und mit Menschen aus Nidda. Ja, ich hoffe euch und Ihnen hat es ein bisschen Freude gemacht, da zuzuschauen. Und jetzt gibt es eben dementsprechend die Preise. Wir haben zu einen als dritten Preis einen Gutschein für die Justus von Liebig Therme. Wir haben als zweiten Preis zwei Freikarten für eine Veranstaltung von Nidda Satirisch. Und als Hauptpreis haben wir einen Einkaufsgutschein im Wert von 50 Euro des Gewerbevereins, also einzulösen in Nidda in den entsprechenden Geschäften. Gut, natürlich wissen wir alle, wie die Lage momentan ist. Sowohl Therme als auch Veranstaltungen und leider auch viele Geschäfte haben momentan nicht im klassischen Sinne offen. Das heißt also, man kann diese Gutscheine womöglicherweise erst mit etwas zeitlicher Verzögerung einlösen, aber sie werden nicht schlecht, sie bleiben bestehen und wir hoffen sehr, dass die Gewinner dann etwas zeitverzögert dann nochmal Spaß und Freude dran haben und an diesen digitalen Adventskalender dementsprechend gut gelaunt zurückdenken. Gut, dann schlage ich vor, ich werde jetzt hier diese Kiste noch einmal öffnen und ich denke, Sie vertrauen mir, dass ich jetzt hier aus diesem Wust an Zetteln, ohne hinzuschauen, einfach mal jetzt hier zunächst einigen wir uns auf dieses schreiben. Die erste E-Mail, das wäre jetzt also der dritte Preis, die Gutscheine für die Therme. Die habe ich auch hier eigentlich bereitgelegt. Ich bin übrigens im Homeoffice gerade, nicht, dass Sie sich wundern, dass es anders aussieht hier als sonst. Also das sind die entsprechenden Freikarten hier für die Therme, die ich jetzt hier verlose und vergebe an folgende Gewinner oder Gewinnerin. Wir haben hier Doris Mohr aus der Mühlgasse 2 in Nidda. Ich halte das auch gerne nochmal hier rein, dass man das auch dementsprechend verifizieren kann. Sie hatte uns geschrieben, schon relativ früh, wie ich gerade sehe, am 8. Dezember. Also insofern eine frühe Einsendung, Weihnachtsvorbereitungen war das richtige Lösungswort. Und das ist also Platz 3 für Doris Mohr. Wir werden dementsprechend die Gutscheine auch versenden per Post. So, das war Platz 3. Jetzt kommen wir zur Platz 2. Auch hier fühle ich noch einmal, ohne hinzuschauen, und versuche wieder mit meinen filigranen Wurstfingern einen einzigen Zettel hier rauszuziehen. Das ist mir gelungen. Schlage diesen auf und wir haben hier eine Gewinnerin erneut aus Bad Salzhausen, Maureen Reinemar. Ich halte es nochmal hin. Aus Nidda Bad Salzhausen, Maureen Reinemar. Genau, Kurallee 15, gar nicht weit von unserem Büro entfernt, obwohl ich ja jetzt gerade hier gar nicht in Bad Salzhausen bin. Das war Platz 2 und Platz 2 sind die Gutscheine. Hier sind sie mal ausgedruckt, symbolisch für Nidda Satirisch. Auch da gilt es sich zu informieren, wann wir weitermachen können, aber wir haben einige gebuchte Veranstaltungen, hochkarätige Veranstaltungen, sowohl im Parksaal als auch im Kursaal schon im Petto, auch in diesem Jahr noch. So, das war der zweite Platz. Jetzt kommen wir zum Gewinner der Gutscheine. Hier sind 5 Gutscheine, a 10 Euro versammelt. Und Trommelwirbel habe ich jetzt gerade nicht da. Ich wirbel hier nochmal so richtig rum, ohne hinzuschauen, wie immer. Wirbel, 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 wirbel. Als einzigen Zettel. Schlage auf. Und habe, und auch das war möglich, eine Teilnehmerin sogar gezogen. Hier aus dieser Box heraus ist es nämlich Karin Bach.
die den ersten Preis gewonnen hat. Vielleicht erinnern Sie sich und ihr euch an Ihren netten, mundartgeprägten Vortrag. Und ja, das war natürlich auch möglich, dass die Teilnehmer auch mitmachen, haben auch einige gemacht. Und Karin Bach ist also somit und hiermit die glückliche, hoffentlich glückliche Gewinnerin des Gutscheines im Wert von 50 Euro vom Gewerbeverein einzulösen bei den dementsprechenden Geschäften. Gut, wie gesagt, alle drei Gewinnerinnen, sind alles drei Damen, werden von uns benachrichtigt. Sie werden auch dementsprechend die Ausdrucke Gutscheine per Post zugesandt bekommen. Und ja, ich hoffe, die anderen sind nicht so arg enttäuscht. Dabei sein war alles. Und ja, bleibt gesund und vor allen Dingen bleibt der Kultur gewogen. Informiert euch, wann wir wieder loslegen können. Und wir hoffen sehr, dass wir uns auch dann in echt und live wieder im Parksaal, Kursaal oder Bürgerhaus bei einer Veranstaltung wieder sehen können. Bis dahin, eine schöne Zeit, trotz allem.